Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wie beeinflusst die kosmische Energie unseren heutigen Tag am 24. Februar 2018? Sonne befindet sich in der Kreiszeichen Fischen. Unserem Planet Erde bewegt sich gerade in Tierkreiszeichen Jungfrau. Mond hat eine zunehmende Mondphase und bewegt sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Mond bekommt einen Einfluss von Sternbild Orion. Einmal bestrahlt Rigel, das ist der linke Fuß des Orions, und gibt uns die Botschaft: Schritte machen, etwas in Bewegung setzen, aber mit Leichtigkeit. Bellatrix bestrahlt ebenfalls in heutige Mondbewegung und diese Bellatrix befindet sich auch in Sternbild Orion und heißt übersetzt, bedeutet diesem Stern die Kriegerin. Das heißt, uns durchsetzen, etwas in Bewegung setzen, Schritte machen. Nicht nur die Sternbild Orion bestrahlt die heutige Mondbewegung, sondern das Sternbild Fuhrmann, Capella, ein Stern von den Sternbild Fuhrmann, bedeutet die Zügel selbst in Hand zu nehmen und etwas in Bewegung setzen. Und wie beeinflusst diese Sternenbewegung die einzelnen Tierkreiszeichen? Bei Sonnenaufgang geht die Tierkreiszeichen Fischen in Osthorizont auf und im gleichen Moment geht in Westhorizont unten die Tierkreiszeichen Jungfrau. Bei Fischengeborenen war gestern eine Spannung da zwischen Mars und Venus, die beiden Liebesplaneten, die weibliche und die männliche Energie, diese Spannung lässt nach. Gespräche oder klärende Gespräche haben auch eine Bedeutung. Heute sollen wir auch unserer Intuition hören, besonders die Fischengeborenen trifft diese Energie. Intuitiv zu sein, so die Gespräche führen. Die Kreativität leben, das im Licht zu bringen, präsentieren, das anzusprechen. Und wie ich schon sagte, diese Spannung lässt auch nach. Dann kommt auch ein Heilungsprozess, auch in die Liebe, Partnerschaft. Heute ist eine gewisse Spannung noch spürbar, aber in den kommenden Tagen kommt die Heilenergie, der Reinigungsprozess oder eine Versöhnung und dann geht es alles voran, weil das kommt im Fluss und das erleben sie in den Tagen, die Fischengeborenen. Bei Tierkreiszeichen Wiedergeborenen ist eine gewisse Leichtigkeit, kleinere Veränderungen im Leben, Kraft und Mut ist da und etwas bringen im Vorschein die Wiedergeborenen, weil das ist auch ein Aufstieg und die Wiedergeborenen werden in die nächste Zeit auch, wie heute schon spürbar ist, die Wiedergeborenen werden wahrgenommen. Bei Tierkreiszeichen Stiergeborenen ist auch eine gewisse Leichtigkeit. Sie haben gute Gespräche und Glück in die Liebe, Partnerschaft. Was noch wichtig ist bei den Stiergeborenen, die Werte, Wertschätzung und die Finanzen im Fluss zu bringen oder die Sicherheit, Stabilität, auch beruflich, auch finanziell. Die Tierkreiszeichen Zwillingsgeborenen ist etwas in Bewegung. Und wie die Sterne auch sagen, das wirkt nicht nur die Zwillingsgeborenen, sondern die Mondenergie wirkt auf uns alle. Aber weil hier ist die Mondbewegung, das spüren intensiv gerade die Zwillingsgeborenen, die Zügel selbst in Hand zu nehmen, dann auch Schritte zu machen, etwas in Bewegung setzen. Was noch wichtig ist zum Erwähnen, dass die heutige Mondenergie steht in Verbindung zu Mars. Und sie stehen gegenüber. Und hier braucht man die Gleichgewicht. Das ist wie eine Apothekenschale. Das muss ganz genau abwiegen. Also feinfühlig sein. Und hier geht es um Durchsetzungskraft
oder etwas in Bewegung zu setzen, wenn das zu viel ist oder zu stressig ist, dann kippt die Gleichgewicht und die Zwillingsgeborenen fühlen sie sich kraftlos, sondern die Richtung bestimmen und das mit Leichtigkeit. Und nicht nur auf anderen hören, was die anderen meinen, weil das kann auch ein Hindernis sein, besonders wenn das von einer männlichen Person kommt, sondern selbst die Zügel in Hand zu nehmen und etwas in Bewegung setzen. Bei Mars-Energie kann auch die Sport sein, die Bewegung, die Autos, das kann auch zurzeit ein Thema sein bei den Zwillingsgeborenen. Wichtig ist die innere Harmonie, die inneren Gleichgewicht, aktiv zu sein, aber mit Leichtigkeit und Stress meiden. Die Tierkreiszeichen Löwengeborene haben zurzeit karmischen Themen und das spiegelt sich gerade in beruflichen Situationen. Das heißt, viele Löwengeborenen suchen gerade ihren Platz im Leben, ihren Berufung und es werden sie verwirklichen. Im heutigen Tag ist die Energie angenehm, weil da kommt eine gewisse Leichtigkeit. Es kann sein, dass die Löwengeborenen Unsicherheit haben oder sie zweifeln an sich selbst, aber sie sollen diese Unsicherheit, diese Zweifel überwinden und diese Leichtigkeit spüren. Die Tierkreiszeichen Jungfrau geboren ist ein wichtiges Thema, die Liebe, Partnerschaft. Nicht nur warten, sondern auf anderen zugehen, wahrnehmen oder Gefühlen zeigen, aber auch Gefühlen annehmen, also nicht zurückziehen, sondern offen zu sein zu dieser Liebe, Partnerschaft. Die Gespräche sind auch wichtig, eine Versöhnung oder ein klärendes Gespräch. Bei Tierkreiszeichen Waage geboren ist die Leichtigkeit da, auch die Chancen, Möglichkeiten. Hier ist auch möglich, so ähnlich wie bei Löwengeborenen, eine gewisse Unsicherheit oder dass sie an sich zweifeln oder dass die Entscheidung fällt etwas schwer. Aber diese Unsicherheit sollen sie überwinden und diese Leichtigkeit verspüren. Und wenn sich die Chancen da sind, dann auch etwas verbessern, verändern. Die Tierkreiszeichen Skorpion geborene ist auch das Glück da momentan und es kommt auch etwas in Bewegung. In die kommenden Tagen übergeht die Mond in die Tierkreiszeichen Krebs und dann kommt auch die Bestätigung oder kommt etwas im Fluss. Eine gewisse Spannung ist noch spürbar, lässt aber nach. Und wie ich schon sagte, in die kommenden Tagen ist das Glück da für die Skorpion geboren. Beruflichen Glück, Glück auf eine Reise und Glück in die Liebe, Partnerschaft und auch eine gute Nachricht, schöne Gespräche, klärende Gespräche, auch die Begeisterung. Es ist heute schon eine sehr gute Energie und in den kommenden Tagen wird es noch besser. Die Tierkreiszeichen Schützengeborenen sollen auf die Kraft achten. In welchen Richtung setzen sie ihre Kraft ein? Wenn das zu viel ist, dann wird das stressig und fühlen sie sich kraftlos. Also wichtig ist die innere Ruhe, das innere Gleichgewicht, dann auch welche Richtung sie die Bewegung setzen und da konzentriert auf diese Richtung auch bleiben. Nicht ablenken lassen, nicht zu viel vornehmen, sonst kippt die Gleichgewicht und die Schützengeborenen fühlen sie sich kraftlos. Natürlich, hier geht es um Bewegung und es kann auch bedeuten, die Autos oder Sport, also nicht übertreiben. Die Tierkreiszeichen Steinbock-Geborenen ist wichtig, die Wünsche, Sehnsüchte, Träume, das auch mal ernst nehmen, das auch in Form zu bringen. Eine gewisse Unsicherheit oder Spannung ist noch spürbar, aber in den kommenden Tagen werden die Gefühle wahrgenommen. Vielleicht kommt intuitiv etwas und dann gleich das als Ziel setzen, weil das kommt auch im Fluss. Gute Einflüsse gibt es vom Merkur, das sind die Gespräche, aber auch vom Venus und das ist die Liebe-Partnerschaft.
Und wenn die Mondbewegung in Tierkreis einen Krebs übergeht in die Tage, dann spiegelt das auch für die Krebsgeborenen etwas, die Gefühle wahrnehmen. Die Tierkreiszeichen Wassermann-Geborenen spüren die Leichtigkeit und jetzt geht alles leichter voran. Also sie bringen etwas im Vorschein und sie werden auch wahrgenommen, weil das ist auch ein Aufstieg, gerade bei den Wassermann-Geborenen. Und das war mein heutiger Tageshoroskop. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.